Merkel bisher dachte hier immer, Grundrechte wie die Freiheit des Menschen seien absolut unteilbar. Für jeden Menschen gleichermaßen. Und Sie selbst, Frau Merkel, haben das Mantra der unteilbaren Grundrechte pervertiert. Denn seit 2015 stellen Sie ja selbst unter Beweis, dass es absolute Grundrechte auch für Bahnsteiggleiswerfer, Machetenmörder, Clanmitglieder, Terroristen, Armlängenabstandsmesser, Breitscheidplatz, Lastkraftwagenfahrer, Einzelfallmörder und viele andere, die im Zuge ihrer moralischen Selbstüberhöhung nach Deutschland gespülten Glückskinder gebe. Und jeder in ihrer Vorstellung die Grundrechte zur nicht immer freundlichen und friedlichen Entfaltung seiner kulturell bedingten Talente ausleben sollte. Neuerdings dürften aber diese wie eine heilige Monstranz vor sich hergetragenen Grundrechte teilbar sein. Der Geimpfte müsse Grundrechte bekommen, sagten sie jüngst in Berlin. Im Umkehrschluss sind die Grundrechte des Nichtgeimpften einzuschränken. Interessant, Frau Merkel. Wie ein kleiner Virus ihre moralische und tugendhafte politische Welt auf den Kopf stellt. Grenzen müssen offen sein, tönten sie 2015. Der weggefallene Grenzbalken sei geltendes europäisches Grundrecht. Man dürfe nie mehr Grenzen in Europa zulassen. Und ihnen war egal, wer durch halb Europa angezogen durch, wir schaffen das, ihrem Volk das Leben schwer macht. Heute sind die Grenzen dicht. Die Innenstädte haben den Charme der alten DDR-Metropolen. Die Menschen sind ihrer Freiheitsrechte und ihres Arbeitsplatzes beraubt, hängen am Tropf ihrer Almosenpolitik. Vor mehr als einem Jahrzehnt tönten sie, die Wirtschaft sei frei. Es dürfe keine staatlichen Eingriffe in das freie Unternehmertum geben, sagten sie nobel. Ein kleiner Virus aus Wuhan ließ ihre Grundsätze verlassen. Vor 6 Jahren hatten alle dieselben Grundrechte, selbst jene Individuen, die unsere Werte und Grundrechte aushöhlen und unterwandern. Heute, 6 Jahre später, sind auch die Grundrechte wie die Freiheit teilbar. So schnell besiegt der Relativismus die einstig moralisch hehren Ziele. Und selbst ihre in den letzten Zügen liegende Kanzlerschaft wird relativ desaströs.